Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde zur späten Stunde. Herr Prälat Klump hat in seiner Rede am Anfang dieser Kundgebung gemahnt, dass in einer Stadtgesellschaft die Demokratie, Transparenz und Aufklärung für sich reklamiert, Regeln gelten müssten. Regeln, die verhindern, dass bei Beschlüssen über Projekte wie Stuttgart 21 Fakten, Zahlen und Probleme verheimlicht und geschönt werden oder gar nicht erst zur Sprache kommen. Regeln, die verhindern, dass bei solchen Beschlüssen nicht das Wohl der Stadt, sondern vor allem Profitinteressen zählen. Dafür bin ich ihm ausgesprochen dankbar, denn in den letzten Wochen wurde im Gemeinderat der Stuttgarter Stadthaushalt für 2014 und 2015 diskutiert. Nichts wurde da so oft wiederholt wie der Satz, dass sich alle Abstimmungen am Wohl der Stadt zu orientieren hätten. Vor der Schlussabstimmung am letzten Freitag hat uns auch der Oberbürgermeister aufgerufen, zum Wohl der Stadt diesem Haushalt zuzustimmen. Fast alle Parteien haben das dann auch getan, von CDU, FDP bis zur SPD und den Grünen. Was das dann eigentlich genau sein soll, dieses Wohl der Stadt, bleibt dann doch wohl ziemlich im Nebel. Wir Stadträte von SOS und Linke haben den Haushalt mehrheitlich abgelehnt. Weil wir finden, dass dieser Haushalt nicht ausgewogen ist, sondern eine ausgesprochene soziale und ökologische Schieflage hat. Weil dieser Haushalt nicht die dringend nötigen Weichen stellt, damit Stuttgart eine Stadt für alle wird, in der alle gleichermaßen Zugang zu Bildung, Kultur, Gesundheitsversorgung, anständig bezahlter Arbeit und bezahlbarem Wohnraum haben, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, ihrem Geldbeutel und egal, welches Schicksal sie aus ihren ursprünglichen Herkunftsländern hierher nach Stuttgart verschlagen hat. Ein Stadthaushalt für alle müsste dringend auch wirksam Weichen stellen, damit die Innenstadtbereiche nicht weiter im Autoverkehr und Feinstaub ersticken und die Kessellagen bei zunehmenden Extremwettersituationen bewohnbar bleiben. Auch die nötigen Beschlüsse dazu sind im Haushalt ganz dünn gesät. Ein Zwei-Zonen-Job-Ticket für die Kolleginnen und Kollegen bei der Stadt, ein Parkraummanagement oder Tempo 30 vor Schulen mögen da ja gut und richtig sein, bleiben aber weiße Salbe angesichts der Größe der anstehenden Probleme. Wir sagen auch Nein zum Haushalt 2014-2015, weil es nicht zum Wohl dieser Stadt ist, wenn in den nächsten Jahren wieder Schuldenlasten aufgetürmt werden, zum Beispiel für Reparaturkosten, für die jahrelang vernachlässigte Infrastruktur, statt auf überflüssige und für uns alle schädliche Projekte wie den Rosensteintunnel und Stuttgart 21 zu verzichten. Damit, liebe Freundinnen und Freunde, und mit dem Rückzug aus den LBBW-Beteiligungen, die der Stadt ja sowieso mehr Probleme bereiten als Erträge, wäre Stuttgart nicht nur schuldenfrei, sondern bekäme Spielräume für Investitionen und Projekte in eine Stadt, die, wie Martin Klump vorhin sagte, nicht nur eine Maschine zur Förderung von Wirtschaft, Handel und Gewinn ist, sondern eine Gemeinschaft, ein Wohlfühlort und die Heimat für die Menschen. Dieser Rosensteintunnel dagegen kostet uns 2015 20 Millionen Euro, 2016 bis 2018 weitere 50. Der Autobahnausbau der Heilbronner Straße kommt noch dazu mit 1,2 Millionen. Und jeder, der nicht blind ist oder ignorant oder selber dran verdient, weiß, so kommen nie und nimmer 20% weniger Autos in diese Stadt,
wie OB Kuhn will, sondern mehr. Deshalb haben wir beantragt, den Rosenstein-Tunnelbau zu beenden oder gar nicht erst anzufangen. Damit wären auch 157 Bäume mit Stammumfang über 80 cm gerettet, die ab Januar, Februar wieder gefällt werden sollen. Das haben wir ohne Erfolg beantragt, weil auch da die SPD ganz Autoinfrastrukturpartei ist und bleibt an der Seite von CDU und FDP. Von ihrer angekündigten Erneuerung für die Kommunalwahl werden noch schnell Fakten geschaffen. Die Bäume sind dann ja schon mal weg, die Gelder beschlossen, die Löcher gebuddelt und man kann sich dann hinterher wunderbar herausreden, wie bei Stuttgart 21. Ist ja schon alles beschlossen, am Laufen und eigentlich unumkehrbar. Nein, da machen wir nicht mit, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Gemeinsam mit Ihnen sagen wir, das Wohl der Stadt ist etwas anderes. Und deshalb sagen wir, haben wir zweitens beantragt, dass die rund 290 Millionen Rücklagen für Stuttgart 21 aufgelöst und sinnvoll verwendet werden. Drittens, dass die Grundstücksgeschäfte mit der Bahn abzüglich des Areals C rückabgewickelt werden. Allein das wären 500 Millionen Euro mehr, mit denen Kitas gebaut, Schulen saniert und Hausmeister eingestellt werden könnten und vieles mehr. Ich muss euch aber leider berichten, dass die einzigen, die diese Anträge unterstützt haben, wir selbst waren. Dasselbe bei all unseren anderen Anträgen zu Stuttgart 21. Interessant dabei ist auch, dass es vor 2 Jahren für Anträge dieser Art von unserer Seite noch vereinzelte Stimmen aus der grünen Fraktion gegeben hatte. Wir dagegen haben selbstverständlich den grünen Antrag, den richtigen grünen Antrag, den Gäubahn-Trassenkauf rückgängig zu machen, unterstützt, weil einfach alles, was gegen die Stadtzerstörung durch Stuttgart 21 angeschoben werden kann, unsere Unterstützung hat. Denn für uns ist der Käse eben einfach noch nicht gegessen. Viertens wollten wir genauso selbstverständlich die fast 600.000 Euro aus dem Stuttgart 21 Propagandaetat des Oberbürgermeisters gestrichen haben. Der nennt sich zwar neutrale Öffentlichkeitsarbeit, aber was in der Rathausausstellung und vom Turmforum geboten wird, ist mit Propaganda eher noch schmeichelhaft beschrieben. Und deshalb sollte eigentlich ein grüner Oberbürgermeister dafür auch keinen Cent mehr beim Gemeinderat zu beantragen. So großzügig hier unser Steuergeld verbrannt wird, so knapp gehalten werden viele Kulturschaffende, zum Beispiel die Schauspielbühnen. Sie hätten dringend 200.000 Euro aus diesem Doppelhaushalt gebraucht. Die hätte die CDU dafür gern gegeben, wenn wir sie der Volkshochschule weggenommen hätten. Wir wollten dagegen den Stuttgart 21 Propagandatopf für das Turmforum nehmen. Weiß Gott, keine Einrichtung, unter deren Verschwinden die Stuttgarter Kulturlandschaft leiden würde. Liebe Freundinnen und Freunde, an dem, was geht und was nicht geht, mit den heutigen Mehrheiten im Rathaus, sieht man deutlich, was zum Wohl der Stadt ist. Davon haben verschiedene politische Richtungen höchst verschiedene Vorstellungen. Das dokumentiert allein schon, dass einem Haushaltsvolumen von über 5 Milliarden Euro ein Betrag von über 1,5 Milliarden gegenübersteht, der nur für Stuttgart 21 gebunden ist. Indirekte und verschleierte Kosten noch nicht einmal mitgerechnet. Der zweite Stock für die Erinnerungs- und Lernortarbeit im Hotel Silber
findet dagegen keine Mehrheiten. Grüne stimmen mit der CDU dagegen. Hessen lässt schön grüßen. Aber damit auf einem bisher brachliegenden, vom Stuttgart 21-Tunnel unterfahrenen Gelände Luxuswohnungen in der Maybachstraße am Killesberg besser verwertet werden können, zahlt die Stadt der Bahn für Erschütterungsdämpfung im Tunnel 350.000 Euro. Gleichzeitig wird aber abgelehnt, die Mieterhöhungen für SWSG-Mieterinnen zurückzunehmen und so wenigstens ein kleines bisschen preisdämpfend auf die Mietenentwicklung in Stuttgart einzuwirken. Und im Gazi-Stadion wird für fast 1 Million eine Rasenheizung finanziert. Aber für ein kostenloses Mittagessen für Kinder mit Bonuscard in Ganztagsschulen bzw. Schülerhäusern, was nicht einmal ein Drittel davon kostet, will die übergroße Mehrheit im Rathaus kein Geld ausgeben. Kurz gesagt, nur an sehr wenigen Stellen wie einem Sozialticket für Bonuscard-Inhaber, das in diesem Haushalt durchgesetzt werden konnte, nur an sehr wenigen Stellen wie dieser war es möglich, ein paar soziale und ökologische Akzente zu setzen. Es führt aber zu weit, das alles jetzt aufzuzählen. Es kann aber auf unserer Homepage von S und Linke nachgelesen werden. Und wer nicht online kann, soll einfach mal nach den Feiertagen bei uns anrufen. Wir drucken das gern auch für alle aus, die es lesen wollen. Ein kleiner Erfolg wurde vorhin auch angesprochen und er freut mich persönlich, weil da meine Stimme nicht unerheblich war. Das Projekt, den Stadtgarten umzugestalten und dabei wieder unsäglich viele Bäume umzuhacken, wurde gekippt. Dass OB Kuhn vor der Presse dann erklärt, dass jetzt von Neuem diskutiert wird, dass dabei in einem folgenden Gestaltungsschritt keine Bäume mehr gefällt werden sollen bei der Neugestaltung des Stadtgartens, ist also nicht so ganz einfach vom Himmel gefallen, sondern hat halt was mit konkretem Abstimmungsverhalten zu tun. Wenn Sie sich angeschaut haben, liebe Freundinnen und Freunde, was wir zu diesem Stadthaushalt sagen, was wir wollten, was wir nicht erreicht haben, dann sagen Sie uns hinterher doch bitte, ob Sie das Folgende auch so sehen. Ob nämlich Parteien und Politiker tatsächlich zum Wohle der Stadt arbeiten, dafür gibt es einen zuverlässigen Prüfstein. Und der heißt, kämpfen Sie weiter mit uns gegen Stadtzerstörung durch Stuttgart 21, auch auf der Straße, eben weil der Käse nicht gegessen ist, ohne Wenn und Aber, auch wenn es im Rathaus dafür heute noch keine Mehrheiten dafür gibt. Daran lassen wir uns gerne messen und wollen mit Ihnen zusammen oben bleiben. Erholsame Feiertage zum Kraftschöpfen für ein widerständiges 2014. Ich danke schön. Die Kundgebung ist jetzt gleich zu Ende. Im Anschluss daran wird es ein offenes Mikrofon geben, wo sich dann jeder melden kann, der noch was zu sagen hat. Ich danke Tom Adler für diesen Beitrag zum Stadthaushalt. Easy aus